Willkommen zu einer neuen Folge Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute geht es um Multiratensysteme, das heißt um Systeme, in denen es verschiedene Abtastraten gibt. Und das ist eigentlich eine Zusammenfassung nochmal der letzten beiden Kapitel, in denen es ja unter anderem um Upsampling und Downsampling geht. Dieses Kapitel ist relativ übersichtlich. Es geht zum einen um Multiratensysteme, dann um effiziente Dezimation und Interpolation. Das heißt, wie kann ich hardwaremäßig möglichst effizient die nötigen Filter- und Up- und Downsampling-Prozesse miteinander verbinden. Und schließlich um CIC-Filter. Aber die Folge, die kommt irgendwann erst später. Es stellt sich natürlich erstmal die Frage, wenn man die Abtastrate ändert, warum man die überhaupt ändern möchte. Und die erste Antwort ist, because we can. Das ist ein weiterer Parameter, den wir ändern können. Einfach eine weitere Schraube, die wir haben, um dran rumzudrehen. Die, sagen wir, traditionelle digitale Signalverarbeitung, die ist ursprünglich von der analogen Signalverarbeitung abgeleitet. Da gibt es all das, was man dort auch schon kennt. Faltung, Fourier-Transformation, Firmenübertragungsfunktionen, Pole, Nullstellen und so weiter. Die gleiche Begrifflichkeit und sehr ähnliche Konzepte. Die ganzen IIR-Filter sind von analogen Referenzfiltern abgeleitet, die zum Teil schon mehr als 100 Jahre alt sind, also die Algorithmen dahinter. Und in beiden Disziplinen liegt der Schwerpunkt auf Linear Time Invariant Systems, weil sich die mathematisch am einfachsten beschreiben lassen und weil sie auch die meisten Problemstellungen damit erschlagen lassen. Für FIR-Filter gibt es kein Äquivalent in zeitkontinuierlichen Systemen. Warum nicht? Wenn Sie überlegen, wie unterscheiden sich FIR-Filter und IIR-Filter, dann ist es ja, dass FIR-Filter keine Polstellen außerhalb des Ursprungs haben, dass sie nicht rekursiv sind. Jetzt könnte man sagen, ja, aber ein RC-Filter, einfachste analoge Filter, was ich mir gerade so vorstellen kann, das ist ja auch nicht rekursiv. Und eigentlich dürfte es auch keine Polstelle haben. Und dann fangen Sie kurz an zu überlegen und sagen, naja, aber es ist ja 1 dividiert durch 1 plus S mal RC, die Übertragungsfunktion davon. Das heißt, es hat sehr wohl eine Polstelle. Und das Rekursive bei analogen Filtern kommt einfach daher, dass das immer eine Verbindung von Spannung und Strom ist und die wechselwirken miteinander. Das heißt, wenn man sich überlegt, wie das bei so einem RC-Filter funktioniert, da ist ja der Strom, der in den Kondensator reinfließt, abhängig von der Ladung auf dem Kondensator selbst. Und auf die Art bekommt man immer so einen rekursiven Effekt da rein. Das heißt, das ist wirklich was es nur in zeitdiskreten Systemen gibt und nicht in analogen Systemen. Im Gegensatz zu dieser traditionellen digitalen Signalverarbeitung nutzen wir bei der multiraten-digitalen Signalverarbeitung die Abtastrate als weiteres Stellschräubchen, an dem wir drehen und optimieren können. Und das ist natürlich vor allem interessant bei überabgetasteten Signalen, bei denen unser Ziel ist, mit minimaler oder Nyquist-Abtastrate zu arbeiten. Warum das so ist, überlegen wir uns an einem kleinen Beispiel. Wenn wir die Abtastrate halbieren, dann brauchen wir nämlich nur noch ungefähr ein Viertel der Rechenoperationen. Und dieser Faktor ein Viertel leuchtet jetzt erstmal nicht ein. Aber wenn wir uns überlegen, zum einen fallen natürlich nur noch halb so viele Daten pro Sekunde an. Das ist der erste Faktor, ein halb. Zum zweiten brauchen wir jetzt über einen ganz groben Daumen gepeilt nur noch die halbe Filterlänge. Und der Grund dafür ist, dass die relativen Bandbreiten FSB und FDB sich verdoppeln. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, was mit dem Sperrband eines Filters passiert, wenn Sie die Abtastfrequenz halbieren, dann wandert die Kante Ihres Sperrbandes mehr auf die FS halbe zu. Also bei einem Tiefpass auf jeden Fall. Und je weiter die dann auf die FS halbe zuwandert, desto weniger Nullstellen müssen sie dort platzieren, um ihren Betragsgang jetzt quasi unten zu halten.
So kann man ganz grob sagen, dass die Filterlänge und die Abtastfrequenz in etwa zusammenhängen. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, ist die Abtastrate von überabgetasteten Signalen jetzt nicht in einem Schritt, sondern in mehreren Schritten zu machen. Das sind dann die kaskadierten Multiratenfilter. Die gucken wir uns in diesem Abschnitt an. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Signalverarbeitung zu parallelisieren. Das geht auch bei Signalen, die erstmal nicht überabgetastet sind. Und die Denkweise dahinter ist, wenn ich jetzt mir aus meinem Signal mehrere Signalbänder herauspicke, dann brauche ich für jedes von diesen Signalbändern nur eine reduzierte Abtastrate. Weil Nyquist, wenn man sich die Nyquist-Kriterien genau anguckt, dann redet dieses Nyquist-Kriterium nur von der Bandbreite, nicht von der maximalen Frequenz, die wir abtasten wollen. Und sowas nennt man dann ein Polyphasenfilter. Das gucken wir uns im nächsten Abschnitt an. Wo man aufpassen muss, ist, dass diese Systeme, die daraus resultieren, wenn ich jetzt die Abtastrate erhöhe und erniedrige, sind keine LTI-Systeme mehr. Die sind linear oder periodic time varying und im Allgemeinen ist es nicht ganz so einfach, den Frequenzgang dieser Systeme zu berechnen. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel an, was das nochmal zusammenfasst, was wir in den letzten beiden Kapiteln gemacht haben. So ein ganz allgemeines System einer Multiraten-Signalverarbeitung. Wir fangen an mit einem analogen Anti-Aliasing-Filter. Das sitzt zwischen unserem analogen Signal und unserem Analog-Digitalwandler. Wir wissen, dieses Anti-Aliasing-Filter muss Frequenzkomponenten unterhalb unserer Nyquist-Frequenz möglichst gut unterdrücken. Und im AD-Wandler findet Abtastung und Quantisierung gleichzeitig statt. Das heißt, zum einen quantisieren wir quasi unsere Zeit, wir machen aus einem zeitkontinuierlichen, ein zeitdiskretes Signal, und zum zweiten findet auch eine Wertquantisierung statt. Und das Signal, was dann rauskommt, nennen wir digitales Signal. Dann haben wir als nächste Gruppe hier ein digitales Anti-Aliasing-Filter. Das kann jetzt mehrere Funktionen erfüllen. Zum einen in diesem Fall benötigen wir das, um Frequenzkomponenten zu eliminieren, die bei der Reduktion der Abtastrate ansonsten zu Aliasing führen könnten. Zum zweiten wissen wir auch, wenn wir hier einen Oversampling-AD-Wandler haben, dass wir so ein digitales Filter benötigen, um unser Quantisierungsrauschen in den Frequenzbändern zu eliminieren, in denen wir kein Signal haben. Als nächstes kommt dann eine Stufe, die Downsampling bewirkt. Das ist ja das, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich die Rate unserer Signalverarbeitung so gering zu machen wie möglich. Dann kommt hier unsere eigentliche digitale Signalverarbeitung, das heißt das, was wir eigentlich machen wollen, unser Hauptfilter. Danach erhöhen wir die Abtastrate wieder. Und mit einem digitalen Interpolationsfilter berechnen wir Zwischenwerte zwischen unseren Abtastpunkten, weil wir das Upsampling im Allgemeinen mit Zero Stuffing erledigen. Und wir machen diese Erhöhung der Abtastrate und die Berechnung von den Zwischenwerten, damit wir uns bei der DA-Wandlung leichter tun. Je höher die Abtastrate, desto schmaler sind quasi unsere zeitdiskreten Stufen. Und damit ist der Zero-Order-Hold-Effekt, der zwangsläufig bei der Rekonstruktion mit einem physikalisch realisierbaren DAC auftritt, der wird dann geringer, sprich die erste Nullstelle unseres Betragsgangs, unseres SI-förmigen Betragsgangs, die liegt dann bei einer deutlich höheren Frequenz, nämlich 1 dividiert durch die Abtastrate hiervon. Schließlich brauchen wir noch ein analoges Interpolationsfilter. Das kann man jetzt interpretieren, entweder als das Filter, was jetzt im Zeitbereich die Stufen glatt schleift, oder ein bisschen exakter im Frequenzbereich ist es das, was die Images unterdrückt, die oberhalb von unserem Basisband liegen. So, und gucken Sie es nochmal in Ruhe an, also belegen Sie sich nochmal genau,
wofür diese einzelnen Filter eigentlich da sind und wie Sie die Spezifikation dieser Filter wählen müssen. Das Durchlassbereich ist ja eh klar, das muss bei allen Filtern das gleiche sein. Aber überlegen Sie sich, wie Sie die Eckfrequenz vom Sperrband dieser Filter festlegen und warum das so ist. Gucken wir uns ein bisschen konkreteres Beispiel an. Wir haben ein Eingangssignal, was so ein Spektrum hat, und das ist schon nach dem Anti-Aliasing-Filter. Jetzt haben wir ein Downsampling und ein Upsampling. Und zwar machen wir einmal ein Downsampling um Faktor 2 und dann Upsampling um den Faktor 3. Jetzt überlegen Sie sich mal, welche Spezifikationen diese Filter haben für dieses Nutzsignal, damit da keinerlei Verfälschungen auftreten. Und überlegen Sie sich auch nochmal, welche Verfälschungen denn eigentlich bei diesen beiden Stufen auftreten können. Das ist jetzt unser digitales Hauptfilter. Das soll ein Halbbandfilter sein mit diesem Frequenzgang. Und jetzt steht hier leider keine Zahl dran, die habe ich vergessen. Überlegen Sie sich mal, was ich jetzt dran schreiben müsste. In Einheiten von dem Omega oder in Einheiten von f dividiert durch fs2. Und dann sollten Sie die Spektren der Signale skizzieren. Wir gucken uns das jetzt hier im Beispiel an. Also wenn Sie es selber überlegen wollen, müssten Sie jetzt mal auf Pause drücken. Schauen wir uns das an einem sehr ähnlichen Beispiel an. Nicht ganz identisch. Sie sehen das hier schon am Spektrum meines Eingangssignals. Drüber gezeichnet ist hier der Frequenzgang unseres analogen Anti-Aliasing-Filters. Das heißt, das, was Sie hier sehen, dieses Dreieck und das kleine Dreieck, das ist bereits das, was nach dem Anti-Aliasing-Filter übrig bleibt. In dem ersten Schritt wird das Ganze jetzt analog-digital gewandelt und aus dem kontinuierlichen aperiodischen Spektrum wird jetzt ein kontinuierliches periodisches Spektrum. Das heißt, oberhalb von FS1 halbe kommen jetzt nur noch Wiederholspektren. Dann schicken wir das Ganze durch unser digitales Anti-Alias-Filter durch. Und das habe ich jetzt hier mal vereinfacht als so eine rechteckige Filtercharakteristik eingemalt. Das heißt, die unterdrückt dieses kleine Nebendreieck hier. Und wenn ich das unterdrücke, dann folgt dieses Nebendreieck bei meinem Wiederholspektrum natürlich automatisch. Jetzt, nachdem ich ein digitales Anti-Alias-Filter drüber geschickt habe, verringere ich meine Abtastrate um den Faktor 2. Das heißt, ich nehme nur noch jedes zweite Sample. Und das heißt, mein Basisband wird schmaler. Ich sehe jetzt, dass hier die Wiederholspektren bis direkt hier ranrücken. Jetzt sehe ich auch, warum es wichtig war, dass ich ein digitales Anti-Alias-Filter gehabt habe, weil ansonsten würde nämlich jetzt dieses Dreieck quasi hier liegen und sich dann damit in mein Basisband wieder zurückfalten. Jetzt kommt mein eigentliches Hauptfilter. Das habe ich hier auch wieder als so ein Halbbandfilter angenommen. Das macht mir hier Platz frei. Dann erhöhe ich die Abtastrate um den Faktor 3 mit Nullenstopfen. Was hier jetzt fehlt, ich habe angenommen, das steckt irgendwo in einem von den Filtern mit drin, ist, dass die Amplitude sich jetzt reduzieren müsste von diesem und diesem Band. Was jedenfalls passiert, ist, dass mein Basisband jetzt wieder breiter wird. Das geht bis hierhin. Und dementsprechend ist dieses erste Wiederholspektrum, das wird jetzt ein Image. Das heißt, sieht immer noch genauso aus wie vorher, ist jetzt aber ein Spektrum, was ich unabhängig von meinem Basisbandspektrum manipulieren kann. Das mache ich jetzt auch, und zwar in dem digitalen Interpolationsfilter. Da eliminiere ich dieses Image. Und das, was ich hier gemalt habe, soll jetzt die Charakteristik meines digitalen Interpolationsfilters sein. Im letzten Schritt kommt jetzt noch der DAC
Und weil ich ja eine relativ hohe Abtastrate jetzt habe, liegt die erste Nullstelle bei FS3. Und muss so ein bisschen aufpassen, das ist nicht der gleiche Maßstab wie der hier. Sonst hätte nämlich die erste Nullstelle bereits hier außerhalb meines Plots gelegen. Also ich habe das ein bisschen zusammengeschrumpft. Deshalb sieht das jetzt hier auch schmaler aus als das hier. So, und da sieht man, dass die ersten Images jetzt erst bei relativ hoher Frequenz auftauchen. Und daher tue ich mich jetzt relativ leicht mit meinem analogen Interpolationsfilter diese Images auszublenden. Was es hier noch fehlt, ist die Zero-Order-Hold-Kompensation. Die können Sie annehmen, dass die in dem Hauptfilter hier mit drin steckt oder vielleicht in meinem Interpolationsfilter. Nachdem wir uns das Ganze jetzt im Frequenzbereich angeguckt haben, schauen wir uns mal an, wie das im Zeitbereich aussieht. Und wenn Sie beides ausdrucken und nebeneinander legen, dann können Sie auch immer gucken, was passiert in jedem Schritt im Zeit- und im Frequenzbereich. Klar, wir starten mit dem analogen Signal und tasten das ab. Dann wird aus unserem analogen Signal ein zeitdiskretes Signal, logisch. Und dieses kleine Dreieck im Frequenzbereich, das habe ich jetzt mal so getan, als ob das hier eine sehr hochfrequente Komponente mit drin wäre. Das schicke ich durch mein digitales Anti-Aliasing-Filter und mit ein bisschen Fantasie kann man sich jetzt vorstellen, dass diese wackelige Komponente hier drin jetzt verschwunden ist. Da sieht man schon das Problem in der Zeitdarstellung. Das mag vielleicht anschaulicher sein, aber was beim Filtern passiert, kann man im Zeitbereich nur sehr schwer darstellen. Das Downsampling kann ich dagegen sehr gut darstellen. Ich sehe einfach, dass jedes zweite Sample jetzt fehlt. Jetzt kommt wieder mein Hauptfilter. Auch da kann man nur sehen, die Samples ändern sich irgendwie ein bisschen, sonst kann man jetzt aus diesen paar Samples hier natürlich nichts entnehmen. Upsampling mit Nullen stopfen, das kann man wieder gut erkennen. Dann kommt mein digitales Interpolationsfilter. Das berechnet mir halt die entsprechenden Zwischenwerte. Und schließlich kommt mein DAC, der aus diesem diskreten Dirac-Stößen mir mein Treppensignal macht. Und wie gesagt, eigentlich macht das nur wirklich Sinn, wenn Sie sich beides nebeneinander angucken. Es gibt manche Teile dieses Prozesses, die man besser in der Zeitebene und andere Teile, die man sich besser in der Frequenzebene anguckt. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema des Kapitels, nämlich der Abtastratenwandlung. Und wenn ich ein Upsampling und ein Downsampling miteinander kombinieren will, dann gibt es natürlich zwei mögliche Varianten. Die erste ist, ich mache meinen Upsampler zuerst. Dann brauche ich nach dem Upsampler einen digitalen Tiefpass, meinen Anti-Image-Filter. Dann brauche ich einen digitalen Tiefpass von meinem Downsampling, das digitale Anti-Alias-Filter. Und die Abtastrate, die dann hier hinten rauskommt, ist dann Eingangsabtastrate mal I dividiert durch R. Ein Problem ist, das ist nicht wirklich für hohe Abtastraten geeignet. Da können Sie ja kurz mal überlegen, warum das so ist. Da können Sie einfach mal nachrechnen. Wenn Sie die Abtastrate von, sagen wir mal, 44,1 auf 48 kHz ändern wollen, was Sie dann in der Mitte hier für eine hohe Abtastfrequenz haben. Klar, die Herausforderung ist erstmal überhaupt, den Faktor auszurechnen, aber es gibt da einen halbwegs kompakten Faktor, der diese beiden Abtastfrequenzen miteinander verbindet. Die Spezifikation für diese digitalen Tiefpässe, damit haben wir uns ja schon ein paar Mal beschäftigt. Das ist zum einen hier unser Anti-Image-Filter, das heißt, das muss sperren oberhalb von FS1 halbe. Darüber fangen unsere Images an. Das hier, digitaler Tiefpass, der als Anti-Aliasing-Filter dient, der muss sperren oberhalb von FS2 halbe, damit beim Downsampling nicht irgendwelche Alias-Komponenten entstehen. Ja, und jetzt ist natürlich klar, in der Praxis wird man das so nicht machen. Da wird man sich einfach einen digitalen Tiefpass nehmen und dann die strengere Spezifikation anlegen. Dann gibt es die andere Variante, die vermeidet diese hohe Zwischenfrequenz.
Das heißt, ich mache zuerst mein Downsampling mit dem vorgeschalteten Anti-Aliasing-Tiefpass, dann mache ich Upsampling mit dem nachgeschalteten Anti-Image-Tiefpass und komme zumindest theoretisch auf die gleiche Abtastrate am Ausgang FS2 heraus. Der große Nachteil davon ist, dass diese Konstellation nur für überabgetastete Signale geeignet ist. Warum das so ist, können Sie sich in dem gleichen Beispiel wieder mit 44,1 und 48 kHz überlegen. Da kommt man auf sehr, sehr niedrige Zwischenabtastfrequenzen hier. Das heißt, das geht nur dann, wenn meine Signalbandbreite deutlich geringer als die Abtastrate ist, sodass ich unfallfrei erstmal überhaupt meine Abtastrate reduzieren kann. Klar, ein zweiter Nachteil ist natürlich, dass ich jetzt zwei Tiefpässe brauche im Vergleich zu einem Tiefpass, aber die laufen dafür auch auf deutlich niedrigeren Abtastfrequenzen. Und die Spezifikationen sind auch wieder klar. Der Tiefpass hier muss Komponenten unterdrücken unterhalb von FS1 dividiert durch 2R, weil das ist mein Basisband hier hinter. Und dieser digitale Tiefpass hier, der muss alle Komponenten unterdrücken oberhalb von dieser Frequenz dividiert durch 2. Also, wenn ich das beziehe auf das FS1, oberhalb von FS1 dividiert durch 2R. Jetzt kann man sich fragen, ist das jetzt der gleiche Tiefpass? Weil die Eckfrequenz für mein Sperrband ist ja identisch und die Eckfrequenz für mein Nutzband, ja, die wird auch identisch sein, weil ich will ja durch beide mein Nutzsignal unbeschädigt durchbekommen. Und die Antwort ist jein. Es ist zwar die gleiche Spezifikation, aber nicht in normierten Einheiten, weil dieser Tiefpass läuft auf der Frequenz FS1, dieser Tiefpass läuft auf der Frequenz FS2 und das sind nicht die gleichen. Und dementsprechend sind meine normalisierten Frequenzen nicht identisch und ich muss bei beiden einen anderen Filterentwurf wählen. Und dazu gibt es ein paar Übungen und Übungsaufgaben, die Sie sich anschauen sollten. Ein anderer Fall ist ein Multi-Ratenfilter. Sowas gucken wir uns im Praktikum an. Da geht es darum, dass ich meinen Haupttiefpass auf einer niedrigeren Frequenz laufen lassen will, um möglichst geringe Ordnung dazu bekommen. Die Komponenten sind wieder ähnlich wie bei dem vorigen Filter. Das heißt, ich habe hier Anti-Aliasing-Filter und das muss Frequenzen oberhalb von FS1 dividiert durch 2R unterdrücken. Klar, damit hier kein Aliasing auftritt. Und wenn ich mit meiner Nutzbandbreite ein bisschen rumspielen kann, so wie ich das bei einem überabgetasteten Signal meistens kann, dann, das haben wir auch im vorvorigen Kapitel uns angeguckt, kann ich mit der Eckfrequenz von meinem Sperrband noch ein bisschen nach oben gehen. Die Aliasing-Komponenten, die im Übergangsbereich auftreten, die kann ich dann üblicherweise mit meinem Haupttiefpass mit rausfiltern. Dieser Haupttiefpass läuft jetzt natürlich mit reduzierter Abtastfrequenz, darum haben wir das Ganze ja gemacht. Und das Verhältnis von Eckfrequenzen zur Abtastfrequenz reduziert sich und auf die Art können wir die Ordnung unseres Filters verringern. Die Aufgabe? Ja, das ist unsere eigentliche Signalfilterung. Im Praktikum filtern wir hier mit unserem Haupttiefpass die Bassfrequenzen für unseren Subwoofer heraus. Ob ich jetzt nochmal wieder die Abtastrate erhöhen muss und dementsprechend mit einem digitalen Interpolationstiefpass meine Images herausfiltern muss, das hängt jetzt von der Aufgabe ab. Im Praktikum brauchen wir diese Komponenten hier. Und zwar aus dem Grund, weil ich nachher mein herausgefiltertes Basssignal wieder kombinieren möchte mit meinem ursprünglichen Signal. Das heißt, ich muss dann Samples haben, die auf der gleichen Abtastrate laufen wie mein ursprüngliches Eingangssignal. Aber das ist nicht in jedem Anwendungsfall notwendig. Um die Filterordnung abzuschätzen, gibt es mehrere mehr oder weniger gut passende Formeln. Für Filter gibt es eine sehr, sehr einfache Formel, die ist wirklich nur, um eine Hausnummer zu bekommen für die
Ordnung meines Firrfilters, weil da geht nur Abtastrate und die Breite des Übergangsbereichs ein. Und so ein Fummelfaktor, mit dem man dann die Ordnung noch ein bisschen anpassen kann. Für IIR-Filter kann man jetzt ähnlich ungenaue Formeln sich konstruieren. Auch hier geht die normalisierte Breite des Übergangsbereichs mit ein. Und hier kann man jetzt noch die gewünschte Dämpfung auch noch mit berücksichtigen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man pro Pol bei einem rekursiven Filter ein bisschen weiter ab von diesem Pol eine Unterdrückung von 20 dB pro Dekade bekommt. Das heißt, diese Formel ist so halbwegs brauchbar bei Frequenzen, die ein bisschen weiter weg sind von der Eckfrequenz, also vom bisschen weiter weg sind vom Durchlassband. Im Übergangsbereich funktioniert diese Formel überhaupt nicht. So, und als kleine Übung sollen Sie mal die benötigte Filterordnung abschätzen für diesen Anwendungsfall. Aus der Telefonie stammt der. Mein Durchlassband geht bis 3,4 kHz, mein Sperrband fängt ab 4 kHz an. Ich habe eine Abtastfrequenz von 8 kHz, das entspricht ISDN. Und die Dämpfung im Sperrband soll 60 dB mindestens betragen. Das Alternative kann man sich nochmal die Variante angucken. Wenn ich mich mit einer etwas schmaleren Eckfrequenz meines Durchlassbandes zufrieden gebe, nämlich mit 3 kHz. Das können Sie mal mit diesen beiden Formeln ausprobieren oder natürlich auch mit einem Filterentwurfstool Ihrer Wahl. Gerade wenn ich jetzt eine sehr hohe Abtastrate habe oder ein sehr hohes gewünschtes Dezimationsverhältnis, dann kann es Sinn machen, das nicht in einem Schritt, sondern in mehreren Schritten zu machen. Und da muss ich bei jeder Dezimation darauf achten, dass mein Nyquist-Kriterium erfüllt ist. Das heißt, so sähe das dann aus. Vor jeder Dezimation, vor jeder Downsampling meine ich, habe ich einen eigenen digitalen Tiefpass. Und das Sperrband meines digitalen Tiefpasses muss jedes Mal Komponenten oberhalb des neuen Basisbands, das heißt oberhalb von FS2 halbe oder oberhalb von FS1 dividiert durch 2R1 unterdrücken. Das ist hier das Gleiche. Es lohnt sich natürlich immer mal zu vergleichen, wie aufwendig jetzt das Filter ist, wenn ich in einem Schritt diese Dezimation durchführe. Dann muss die Eckfrequenz meines Sperrbandes FS3, also die neue Abtastfrequenz, halbe sein. Oder FS1 dividiert durch dieses gesamte Dezimationsverhältnis, also R1 mal R2 und auch da wieder halbe. Aber normalerweise ist die Anforderung, die ich an diesen Tiefpass hier stellen muss, deutlich höher als die kombinierte Anforderung von diesen beiden Tiefpässen. Das war's jetzt zu diesem Kapitel über Multiratensysteme und Abtastratenwandlung. Das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiges Kapitel für das Praktikum und auch ein Kapitel, in dem man nochmal das in die Praxis umsetzen kann und ausprobieren kann, was wir uns in den letzten beiden Kapiteln angeguckt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen.